Mit fast zweijähriger Verspätung kommt der Ford Mondeo nun endlich auch nach Europa. Ab Januar rollt er über Schweizer Straßen. Der erste optische Eindruck sieht schick aus, egal ob als Kombi-Station Wagon oder als noch schnittigere Limousine. Die Front ist geprägt von schmalen LED-Scheinwerfern und markanten Chromgrill und auch in der Seitenansicht müssen sich der Fünftürer wie auch der Kombi nicht verstecken. Apropos, unter der neu elektrisch aufschwingenden Heckklappe versteckt sich jede Menge Stauraum. Aber was sich die Ford-Ingenieure wohl beim Ton während des Schließvorgangs gedacht haben? Beim Blick ins Cockpit sehen wir, hier hat Ford großen Wert auf Verarbeitung gelegt. Die Mittelkonsole ist endlich aufgeräumt und wird dominiert vom neuen 8 Zoll großen Touchscreen. Schöne Materialien und viele optionale Komfort- und Assistenzsysteme runden den guten Eindruck ab. Auf der Straße starten wir mit dem neuen 1,5 Liter Turbobenziner mit 160 PS. Der treibt den Ford zwar nicht zu sportlichen Höchstleistungen, trotzdem kommen wir souverän vorwärts. Besonders beeindruckend am Mondeo ist aber seine Laufruhe, der Abrollkomfort und das leise Geräuschniveau im Cockpit. Richtig agil wird's dann mit dem überarbeiteten 2 Liter Turbodiesel mit 180 PS. 350 Newtonmeter sorgen für viel Durchzug und eine zügige Beschleunigung schon aus tiefen Drehzahlen. Für viel Fahrspaß sorgt dabei auch die adaptive Lenkung, die sich der Geschwindigkeit anpasst. Auch bei den Verbräuchen hat der Diesel mit rund 4,5 Litern auf 100 Kilometer die Nase vorn. Doch auch der gefahrene Benziner erzielt mit 5,5 bis 6 Litern noch einen guten Wert. Wir finden, mit dem Mondeo ist Ford wirklich ein tolles Auto gelungen.